Hallo und willkommen zurück zu Blood Bowl 2 der Kampagne. Ein kurzes Vorwort, und zwar hat der Flo mich darum gebeten, weil er momentan Internetprobleme hat, bekannt zu geben, dass die nächsten Folgen von Mad Max sich leider verzögern werden aufgrund der Internetproblematik, weil da ist das Internet momentan total ausgefallen. Ja, O2 hat halt da wohl irgendwelche Probleme, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls soll ich euch nur sagen, für diejenigen, die sich auch Mad Max anschauen, die Folgen verzögern sich. Sie kommen wieder, aber es verzögert sich jetzt. Am Mittwoch kommt, glaube ich, erst der Techniker. Also, sprich, was haben wir heute? Montag. Das heißt, in 2 Tagen kommt der Techniker und erst dann, hoffentlich, geht das Internet wieder und auch erst dann kann er wieder aufnehmen. Wir entschuldigen uns natürlich für die Unannehmlichkeit, dass jetzt nicht täglich mehr hier eine Mad Max-Folge kommt. Jetzt haben wir natürlich eine kleine Lücke, aber ich hoffe, ihr könnt uns das verzeihen. Nichtsdestotrotz, wir sind jetzt hier bei Blood Bowl 2, Kampagne. Genau, letztens haben wir gegen die Dunkelelfen ja verloren. Ich hoffe, dieses Mal werden wir gewinnen. Genau. Das werden wir jetzt mal überspringen, weil das hatten wir schon, das brauchen wir uns nicht nochmal anhören. So, wir werden uns auch diesmal nicht unbedingt drauf, nicht noch zusätzlich drauf konzentrieren, die Hexenkriegerinnen da kaputt zu hauen, sondern wir müssen Touchdowns erzielen und nur dann können wir auch weitermachen. Wir haben ja letztens ein Unentschieden erzielt gehabt, das hat nicht gezählt, dummerweise, aber hey, so ist es, mal verliert man und mal gewinnen die anderen. Passiert halt nun mal. Naja, ah, dieses Intro brauchen wir, glaube ich, auch nicht mehr. Ja, unser Starplayer, der Mighty Zug oder Sack oder Zug oder wie auch immer, wie man den nennen möchte. Das sind diese Hexenkriegerinnen, aber die sind nicht so schlimm. Das Schlimme sind die Elfen im Allgemeinen. Ah, okay. Wir haben die Defense. This match features Dark Elves. Was war das andere? Emperor's Shield. Das haben wir. Jetzt sind wir ziemlich in der Mitte. Ja, da kommen wir außen rum gelaufen. Das probieren wir jetzt mal aus. Das hatten wir letztens nicht. Jetzt probieren wir es mal aus. Okay. Und wir kicken den Ball. Dahin. So. Ich bin auch hier ausgestattet. Das wäre beinahe ausgegangen. Ich bin ja ausgestattet. Ich habe hier Blaubeeren zum Naschen und ein tolles Moment. Achso, ja, die Skills. Das kennen wir ja auch schon. Die meisten Spieler haben jetzt tolle neue Skills. Und ich bin ja ausgestattet mit Blaubeeren zum Naschen und was Leckerem zu trinken. Und zwar Mucho Mango von Arizona. Habe ich noch nie getrunken. Werde ich mal probieren. Mein Favorite war ja immer Granatapfel, aber vielleicht ist es ja diesmal. Vielleicht löst es ja das ab. Ja, natürlich super. Ich liebe Mango. Gut. Der läuft dahin, der läuft dahin. Schauen wir mal. It's a great plan, Jim. Can't fail. Und now we better say something about the game. Ja, klar. Morons watching at home. Diese Elfen. Die Geschicklichkeit hätte ich auch gerne. That's it. Force them back and then pow. Hey. Ach ja, richtig, die Zwischensequenzen, da habe ich gelesen, mit einem Patch kam raus, dass man jetzt die Zwischensequenzen, dass man kann einstellen, dass die diese Ich-kick-dich-weg-Sequenzen nur noch kommen, wenn auch tatsächlich was Ernsthaftes passiert. Ich habe das falsch gelesen, aber das werde ich beim nächsten Match mal, wenn ich es nicht vergesse, einfügen, weil diese Cutscenes, die kennen wir mittlerweile, glaube ich, alle auswendig. Da braucht man, glaube ich, die wollen wir nicht noch zum 100.000. Mal sehen. Vor allen Dingen zögert das alles. Das ist ja nur unnötig in die Länge raus. So, jetzt müssen wir mal schauen. Da ist gar keiner mehr. Okay, dann gehen wir mit dem mal rüber. Der smasht die Hexe da weg.
Ach, die hat Dodge. Scheiße. He won't leave him alone anytime soon. There goes Zugbop, murdering his way to the top of the most MVPs awarded. Just like old times, Jim. Is Zug busy killing? I feel like we're back in the glory days of the early 90s. Ah, K.O. Ausgezeichnet. Das ist schon mal richtig guter Anfang. Well done. Und, ja. Schauen wir mal, wie wir da zurechtkommen hier. Ich hatte mir auch gedacht, für euch extra das neue Soma aufzunehmen. Ein Horrorspiel. Und ich hasse es zu erschrecken. Ich schaue mir wieder Horrorfilme an. Noch spiele ich Horrorspiele. Aber nur für euch dachte ich mir, ich mache das. Aber ich habe dann doch gekniffen. Nein, danke. Ich habe mir den Trailer angeschaut und dann war schon vorbei. Das erträgt mein zartes Gemüt nicht, solche Spiele. Ich bin aber schon fieberhaft am Schauen nach was Neuem, was ich euch bieten kann. Wenn ihr was habt, was ihr gerne mal gespielt haben wollt, schreibt es doch einfach in die Kommentare, in irgendein Video. Wir werden schauen, ob wir das dann auch verwirklichen können. Und ja, also wenn ihr Spielwünsche habt, äußert sie einfach. Und das Spiel mit den meisten Stimmen quasi gewinnt dann auch. Und das werden wir dann zocken. Wenn es natürlich Gleichstand ist, wir sind ja letztendlich zu dritt. Macht es entweder die Luni oder der Flo und ich bin ja eigentlich fertig im Zug. Oder halt ich, je nachdem, wer halt die Zeit hat. Weil noch betreiben wir das Ganze ja hier, alle drei betreiben wir das hier neben der Arbeit. Wir versuchen euch möglichst viel Unterhaltung und Abwechslung zu bieten, wie es uns halt möglich ist zeitlich. Ich hoffe, ihr seht es uns nach, wenn wir jetzt nicht unbedingt jeden Geschmack bedienen können, erstmal obwohl wir zu dritt sind, aber es ist halt einfach, neben der Arbeit ist es halt auch noch ein recht zeitlicher Aufwand, ein großer, den nicht zu unterschätzen ist, und wir geben unser Bestes, euch gut zu unterhalten. Deswegen, wir unterhalten euch so gut, wie es halt geht, und wenn ihr unseren Channel subscribt, sind wir euch unendlich dankbar. Oder wenn euch was gefällt, subscribed, liked. Wir sind auf Facebook, wir haben Twitter, Google Plus haben wir auch. Schaut gerne mal rein. Sagt's weiter, wie auch immer. Wenn es euch gefällt, freut uns das am allermeisten. So. Jetzt habe ich so viel geredet, jetzt probiere ich mal was mit diesem Mojo-Mango. Ich hoffe, ich habe noch so viel Zeit. Nein! Okay, gut, dann in unserem, in der nächsten Zugpause quasi, wenn der Gegner dran ist. Der Ball kommt jetzt darüber und der will da bestimmt drüber passen. Das finde ich irgendwie extrem nicht cool. Und der ist verletzt. Großartig. Keine Langzeiteffekte. Ah, das sind zwei rote. Tja, was macht man jetzt? Was macht man jetzt? Der geht erstmal dahin. Einfach nur, um ihn da ein bisschen zu behindern. So, jetzt geht die Maus wieder. Was tun wir nur? Was tun wir nur? Mit dem hier würde ich gerne darüber blitzen. Mit dem hätte ich da hinlaufen. Mit dem kann ich auch dahin laufen. Das heißt, ich muss aber erstmal die Hexe hier wegräumen. Na, Maus. Na, komm schon. Die Unterlage ist hier, scheiße. Bis dahin. Die Unterlage immer schnell weglegen. So. Ja, besser.
So, dann gehen wir mit dem dorthin. Mit dem blitzen wir jetzt ihn in der Hoffnung, dass das jetzt auch funktioniert. Can the player force possession away from the ball holder? Jawohl. That's the right. Sehr schön. Ah ja. Wunderprächtig. Der geht da hin. So, jetzt können wir noch ein bisschen rumrandalieren. Ja, komm. Follow und Katitsch. Ja, ich muss diese Cutscenes ausmachen. Die haben wir jetzt wirklich schon zu Genüge gesehen. Oh, blöd. Naja, gut. Dann ist mal der Gegner dran. Da schicke ich mal schnell was von meinen Blaubeeren hier. Nom, nom, nom. Hm. Oh, die sind lecker. So. Was tut der? Ach ja, Mucho Mango. Mucho Mango? Mucho Mango. Sehr geil. Beim Limpen Reroll, klar. Scoops up the ball with ease. Oh ja. Oh ja. Schmeckt sehr Mango, mangorig. Sehr lecker. Kann ich nur empfehlen. Was? Verletzt? Keine Langzeiteffekte. Gut, wollte ich den Dog nicht einschalten. Ach, unglaublich. Aber es ist auf alle Fälle schön, dass es gegen die Dunkelelfen schon mal ein bisschen herausfordernder ist. Als die Spiele zuvor. Weil die Spiele zuvor, das war ja schon so ein bisschen. Na, wenn ihr wisst, was ich meine, das war einfach. So. Der blitzt jetzt den hier. All this focus on the ball is against the spirit of the game. Give me more random violence. Bam, da ist er komplett im Starplayer verschwunden. Ach, und er hat den Ball, ne? Das wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber gut. Drauf geschissen, würde ich sagen. Ach komm. He's following up, hoping to get the knockdown next time. So. Unity is strength. Dann machen wir hier noch. Ja, Einheit ist Stärke. Ja, dann tun wir noch ein bisschen rumcatchen. Okay, dann der Gegner. Pride comes before a fall. Oha. Ja. Ich hab ganz übersehen, dass der ja Stärke 2 nur hat. Was? Violence, Jim. It's the only answer. Oh, wait! Something's happening. That player better get up. Nothing good comes from spending any time on the ground in this game. Ja,
mache ich das jetzt? Ach ja. Sehr gut. Dann bin ich auch lieb. Das K.O. He's away with the fairies. Better watch out. They're murderous little beasts. Ja, ja. Dann. It's a block. Let's hope Nuffle is smiling on those blocking dice, Bob. Nuffle's always smiling, Jim. You just don't always know which side he's supporting. Okay. Der macht zu gar nichts, weil er ein Bonehead ist. Depp. He's standing there drooling. Das Blech echt da immer scheppert bei denen, das ist echt der Wahnsinn. Oh Mann, dieses dämliche Pushback hier immer. Na gut, besser als Totenkopf, also ich will mich gar nicht beschweren hier. ja, uncool. Nom nom nom. Oh, die Blaubeeren sind echt vorzüglich. Habt ihr gesehen? Der hat ja schwarze Lippenstift drauf, der dunkle Elf. The attacker has an assist. Na. Ja, wieder schwarze Lippenstift. He's going to sleep, and maybe we will see him on the pitch. Mega Emos. Until end of the match, he has a chance to recover on each new kickoff. Ja, passt. Ach ja, war nur gestunt und nicht verletzt. Yes, the unmistakable sign of a player's eyes rolling up into his head. Sehr geil. For some time. Gut, dann würde ich sagen, machen wir schon mal den Touchdown. Bevor uns noch irgendwas dazwischen kommt. Touchdown! Ein bisschen bei der Kamera früher gewesen. Da war ja ganz aus dem Bild hier. Ja, der steht auf, sehr geil. Zu viele, die da wieder aufstehen. Ja, 1-0, auf alle Fälle schon mal besser als letztes Spiel. Das To the Center hat mir gut gefallen. Lass mal so. Despite being in the lead, this team now has to kick the ball to the losing squad. They'll want to get it back as soon as they can. Ich glaube, mein Vorteil war echt, dass der Ball so weit hinten gelandet ist. Geil. Wie jetzt auch wieder. Fett. Ich krieg von diesem Blaubeer nicht genug. So. Nom nom nom. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr echt am Zocken seid und nebenbei was naschen wollt, schiebt euch nicht Schokolade oder Gummibärchen rein oder sonst irgendwas. Ich weiß, es ist geil und ich, wenn ich zum Beispiel jetzt hier Toffifee stehen hätte, die wären auch ratzekal weg. Aber kauft euch Blaubeeren, kauft euch Weintrauben, irgendwas. Schneidet euch einen Apfel zurecht. Das ist tausendmal gesünder und mindestens genauso süß. Besseres als Obst eigentlich. Oh, er hat drei Würfel.
Ja, da muss man nicht erwarten. Sind sie sauer. Der kommt aus drei Zettel zu und rast diese gottverbiebten Elfen hierher. Okay, der will da. Entweder er täuscht hier links nur an und will dann rechts rum. I really don't know. Haha, here are some friends. That's quite a mismatch, Bob. Oh, that weedy fellow's gonna get splatted. Oh, I'm excited, Jim. Okay. Ist ja schon so ein bisschen, wie ich mache. Ich weiß nur noch nicht genau, wo er rumkommt. Ich kann jedenfalls nicht zulassen, dass der hier irgendwo in der Überzahl ist. Mit irgendwas. They're getting up close and personal, Bob. Der bleibt da stehen. Das war Backfield-Decken hier. That player's earned their wages today. Wahnsinn. Wahnsinn. Go on. Diese Elfen. That's easier said than done, Bob. Surrounded by adversaries like that, I hope you know what he's doing. Sehr geil. Bild einfach geil. The bigger they are, the harder they punch. Reminds me of the famous story of Nurgling and the Great Unclean. But this time, no miracles. So. I think he's moving. No, nicht dein Ernst. Gut. The domino effect in action. Ach, komm schon. Look at all those players sitting down on the job. They'll be trouble with the unions if this carries on. Das darf doch wohl nicht wahr sein. To a world of rooms. Ja. Habe ich irgendwas geblitzt? Nee, aber ich könnte sie blitzen. Was wir jetzt auch machen. Naja, Moment, fällt sie auch hin. Dann werden wir beinahe Blaubeeren rausgefallen. Whenever I jumped up, parts of the stadium would collapse, killing many fans. Those were good days. Das darf nicht wahr sein. Aha. Aha.
He's better quiet. He may not be noticed. Es ist unerträglich. Da muss doch mal einer hinfallen. Ist ja widerlich. Was? You'll get an assist now, wuss. That one's got fists bigger than head joints. Smack! Smack! So. Mama. They're going for the ball. Sehr geil, sehr geil. Take down the ball carrier before he can move it up the field. Blood Bowl 101. Gut. Dann haben wir drüben noch was zu erledigen. Asterix und Obelix hier. Und nochmal einen Schluck trinken. Ja, meine Stimme wird schon ganz belegt. Sehr geil. Warum ist da ein Blutfleck da? Naja. Gut. Gegenspieler. Ach, habe ich gar nicht geschaut, dass er schon Halbzeit ist. Haha. Das heißt, erste Halbzeit. Und steht 1-0. Bam.